Claude Janjak, Sie haben sich als Schiedsrichter verpflichtet am zweiten IGBBBB. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe eine Anfrage gekriegt und habe dann festgestellt, dass das etwas wahnsinnig Bedeutungsvolles ist. Oder? Und habe dann gefragt, was man da kriegt, wie das Honorar aussieht. Dann habe ich gefunden, doch, das geht eigentlich, dass man so ein Event mitmachen kann. Wie schätzen Sie die Sportveranstaltung in der internationalen Konkurrenz ein? Ja, bei dieser Unzahl von wichtigen Veranstaltungen ragt die raus. Es ist etwas, wo ganz wenige teilnehmen können. Also, dass man überhaupt da berücksichtigt wird. Und da habe ich von der Tochter, da stelle ich mich zur Verfügung als Schiedsrichter. Jetzt, was sind die wichtigsten Punkte, die Sie als Schiedsrichter beachten müssen beim Gameboy Sports Audi Battle Basel? Ja, das ist immer so, dass man die Fairness muss sicherstellen, dass sich alle daran halten an die Regeln, dass da nicht beschissen wird. Es ist da bei dieser Sportart gibt es da unzählige Möglichkeiten zu beschissen und wir versuchen dem Einhalt zu gebieten.